Und damit, liebe Leute, willkommen zurück zu Dragon Quest Builders 2. Wir haben beim letzten Mal ganz schön gefailt, weil wir, ja, wie soll ich das sagen, nicht gerade sehr, ich sag jetzt mal, gut gekämpft haben. So. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt ist es raus. Na halt, kochen noch. So. Wir wollen jetzt erstmal versuchen, so ein neues Schwert herzustellen. Für die ganzen Leute. Stahlbreitschwert. Und dann könnte ich zwei Stück machen. Okay, also brauche ich zwei Stahlbreitschwerter. Alt, stopp, das war hier. Zwei Stück kann ich herstellen. Wunderbar. Dann hier hoch und hier zwei Stück bauen. So, dann haben wir das erledigt. Halt, stopp, wo ist die nächste Aufgabe da? Der König. Ich sage es noch einmal, ich bin der König von Mondmacht, der Nachkomme Edrix. Bei der Macht meines legendären Stammbaums wird Atlas vernichtet werden. Natürlich, seine Majestät entstammt einer Heldenlinie. Ich wette, dass jemand von seiner Macht Atlas mit einem einzigen Hieb zu Fall bringen könnte. Haha, ich bin kein Held, Zara. Meine Liebe, das weißt du doch. Unser guter Freund Troplay hingegen... Jetzt fließt Heldenblut durch meine Adern und mit ihrem Stärke und mit ihm Stärke jenseits deiner Vorstellungskraft. Troplay, bitte baue eine Waffe, die diese unglaubliche Kraft nutzbar machen kann. Ich werde dir erklären, was getan werden muss. Du musst meine Gedanken lediglich umsetzen. Klingt nach einem interessanten Plan. Muss ich mir mal angucken. Oh, ich glaube ja, ich habe da eine Idee. Kleinen Augenblick. What? Da hinten? Energieturm 1. Was? Oh mein Gott. Donnerwetter. Du machst dein Handwerk wahrhaftig alle Ehre, Troplay. Die Zick-Zack-Zuck. Zick-Zack-Zuck-Kanone, von der ich schon seit langem träume, wird bald Gestalt annehmen. Du hast vor einer Zick-Zack-Zuck-Kanone zu bauen? Die Waffe, die Kraft aller Bewohner Mondbachs vereinen und sich gegen unsere Feinde entfesseln kann? Ich hielt es für einen Mythos. Aber dieser Entwurf sieht mir überhaupt nicht nach einer Kanone aus. Das ist ein einfacher Turm. Welchen Zweck sollte er erfüllen? Wenn ich das richtig verstehe, ist das lediglich einer von drei Bauplänen, richtig? Zwei Türme zur Energieversorgung und ein dritter als Standort für die eigentliche Kanone. Verstehe, dieser Bauplan ist demnach also für den ersten der zwei Energietürme. Haha, vorbildliche Arbeit, guter Troplay. Erlaube mir nun, dir mein abschließendes Gebot zu verkünden. Baue die Zick-Zack-Zuck-Kanone und bezwinge Atlas. Nur mit Hilfe dieser mächtigen Waffe können wir den Generalmajor der Monster besiegen und den Frieden wieder nach Mondbach zurückbringen. Wir müssen alle gemeinsam am Bau arbeiten. Die Zick-Zack-Zuck-Kanone wird ein Bauwerk atemberaubenden Ausmaßes sein. Eine Waffe, die nicht nur eines Königs, sondern sogar des Nachfahren Edrix würdig ist. Aber, Troplay, dies ist für wahr. Ein Moment der Freude und doch blickst du so ernst rein. Bekümmert dich etwas? Ja, dass Malrod im Gefängnis ist. Wie bitte? Du fragst, wie lange Malrod noch im Kerker eingesperrt sein muss? Ach, vergib mir, Troplay. Ich weiß, wie nahe ihr euch beiden steht. Die Gefangenschaft deines Freundes muss dir wirklich zusetzen. Doch ungeachtet deiner zahlreichen guten Taten für mein Königreich... muss ein kluger König die Empfehlung seiner Berater beherzigen. Wenn Malrod kämpft, verängstigt er unsere eigenen Soldaten mehr als unsere Gegner. Und dann wäre da noch die Sache, dass von ihm im Spiegel des Ra kein Bild erscheint. Du brauchst dich um seine Sicherheit nicht zu sorgen. Deinem Freund wird kein Leid geschehen und wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, wird er freigelassen. Komm, Troplay, seine Majestät hat gesprochen. Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Zick-Zack-Zuck-Kanone, um Atlas und seinen üblen Machenschaften ein Ende zu setzen. Okay.
Ich mag ein König sein, Troplay, aber ich bin doch zuallererst ein Bewohner Mondbars. Auch ich werde dir bei der Errichtung des Turmes helfen. Wir brauchen dazu noch die nötigen Materialien. Ich habe Skrupel, Troplay erneut mit der Beschaffung zu beauftragen, wo er doch schon so viel für uns getan hat. Aber nichts, liebe Zara. Wir werden die für den Bauplan benötigten Materialien besorgen. Euch Jungspunde werden wir zeigen, was es heißt, Erbauer zu sein. Das ist die richtige Einstellung, Jeremias. Wieso machen wir nicht einen Wettbewerb daraus? Wer von uns kann am meisten beschaffen? Wie ich sehe, sind die beiden voller Schwung und Elan. Wie eh und je. Ganz im Gegenteil zu dir, Troplay. Was ist mit deiner Energie und Freude passiert? Bist du immer noch um Malroth besorgt? Mir ist zu Ohren gekommen, dass Anessa eine tragende Rolle dabei gespielt hat, den König davon zu überzeugen, ihn in den Kerker zu sperren. Ich frage mich, wieso sie das tun sollte. Sicher, sie hat schon lange Bedenken gegenüber Malroths aggressiver Art geäußert, aber sie wusste auch um den Nutzen seiner Stärke. Wie auch immer, die Wahrheit lautet, ich kann deinen Kummer nachvollziehen, Troplay. Doch keine Angst, dein Freund wird sicher bald freigelassen. Gedulde dich nur noch ein bisschen. Lord Jeremias und Lord Hieronymus sind schon sehr lange unterwegs, oder nicht? Ich hoffe, ihnen ist nichts zugestoßen. Ja, was sagst du dazu, Jeremias? Feineren Marmor wirst du nie zu Gesicht bekommen. Gibst du dich geschlagen? Niemals. Meine Baumwolle und mein Holz wirken vielleicht schlicht, aber ihre Qualität ist unübertroffen. Während du Flusen und Reisig gesammelt hast, habe ich diese ganzen Burgmauerblöcke bauen lassen. Ha, jeder kann doch solche Blöcke bauen. Aber diese klassischen Säulen und großen Bravado-Banner erfordern wahres Handwerksgeschick. Nun dann, Troplay. Ich hoffe, du siehst, dass wir alten Knacker es immer noch drauf haben. Legen wir nun alles in die Truhe. Lord Jeremias? Lord Hieronymus? Alles in Ordnung? vorbildliche Arbeit, ihr zwei. Jetzt, da wir die Materialien haben, können wir mit der Arbeit an den Zickzack-Zug-Kanone beginnen. Bewohner von Mondbach, ich bitte um Jubel. Hip hip, hurra! Ja, da fangen sie schon mal an zu bauen. Ich habe mir deinen neuesten Bauplan angesehen, mein Schäfchen, und es scheint, als bräuchten wir zur Vollendung des Bauwerks eine Energiekugel. Die anderen Bewohner und ich können den Turm bauen, aber du wirst diesen Gegenstand besorgen müssen. Leider habe ich keine Ahnung, wo man nach so etwas suchen sollte. Ich glaube, da kann ich helfen. Im Norden von Schloss Mondfach, auf einer Klippe, findet sich eine einzelne Statue der Göttin, den Blick auf das Meer gerichtet. Sie wacht über einen Leuchtturm, der vor der Küste steht. In diesem ruht die Energiekugel. Nimm Anessa und Hector mit und es sollte dir ein leichtes sein, diesen Schatz zu bergen. Troplay, verschieben wir das Gespräch über Anessas Rolle in der Sache mit Malroth auf später. Sie ist eine gute Soldatin und wir können ihre Unterstützung gut gebrauchen. Ganz sicher wird die Wahrheit bald ans Licht kommen, das verspreche ich dir. Hector, Troplay, was flüstert ihr da? Troplay hat sich nur darüber beklagt, wie hungrig er ist und ich habe ihn über sättigende Eigenschaften von Schnee aufgeklärt. Also dann bitte, finde diesen Leuchtturm und bringe die Energiekugel hierher, damit wir den Bauplan fertigstellen können. Wir zählen alle auf euch. Okay. Ist natürlich jetzt doof, dass ich jetzt hier keinen Ausgang habe, aber das sollte uns nicht stören. Wir können auch eben hier durch. Zack, zack, zack. Und jo. Wie hast du das so schnell hier reingeschafft? Egal. Immer noch nicht fertig? Meine Güte, das braucht aber verdammt lange. Ich möchte ja für den nächsten Angriff gewappnet sein. Komme ich hier eigentlich hoch? Ja, ne? Komme ich, oder? Ja. Ja, ich komme da hoch, aber ich sollte natürlich auch da drauf landen dann, ne? So. Also im Norden. Das heißt, also in der Richtung. Das heißt, also hier hoch. So, dann gucken wir mal auf der Karte. Ah, verdammt. Nee, wie war die Karte? Wie war die Karte? Minus. Bis nach ganz Norden. Also wirklich bis ganz in den Norden.
Wie soll ich denn da hoch? Komm mal da. Anessa und Victor sind bei mir. So. Da hinten sind ein paar Feinde. Interessieren uns aber jetzt erstmal nicht. Das muss die Statue der Göttin sein, von der seine Majestät gesprochen hat. Aber wo ist der Leuchtturm? Ich kann von der Küste nichts erkennen. Hm, uns bleibt wohl keine andere Wahl, als in diese Richtung loszugleiten und das Beste zu hoffen. Sei vorsichtig, Ruplay. Auf diesem Meer werden auch Wirbelstürme gesichtet. Vermeide sie um jeden Preis, sonst ergeht es uns noch wie den Flügeltätern. Na, super. Oh, verdammt. Da hinten ist die Insel. Ich sehe sie. Wow. Sind das große Wirbelstürme? Oh yeah, da sind wir. Das ist also der Leuchtturm, von der seine Majestät uns erzählt hat. Aber warum zum Teufel steht er hier? Mal sehen. Ah, da drüben scheint der Eingang zu sein. Schauen wir doch mal nach, wohin er führt. Gut, jetzt haben wir Fuß des Leuchtfeuers entdeckt. Und guckt euch diesen großen Turm an, ey. Boah, ist der riesig. Und hier geht's nach oben. Weit nach oben. Moment mal. Ist das... Da, ein Monster. Iep. Was? Sehr seltsam. Wo ist das Monster verschwunden? In der Tat, äußerst verdächtig. Aber einerlei los. Gehen wir weiter. Da drin ist es schon mal nicht. Wie wollen wir wetten, dass hier hinter irgendwas ist? Oder auch nicht. Hier ist nichts, schade. Nee, hier ist wirklich gar nichts. Außer der Eingang, wo wir waren, ist hier nichts. Okay. Nun gut. Halt, was steht hier an dem Schild? Ihr, die ihr euch als Held erweist, tretet ein und ergebt euch eurem Schicksal. Okay. Also hier ist also unsere nächste Aufgabe. Ihr wollt der Schwerkraft hier entweichen und hohe Höhen gleich erreichen? Dann springt auf die Feder rot, so lautet erstes Gebot. Für höchste Höhen, schlicht genial, ist stattdessen grün die Wahl. Hüpft einmal, zweimal, dann fliegt der zum Mond ihr irgendwann. Was für ein seltsames Gedicht. Es muss etwas mit diesen farbigen Metallfedern zu tun haben. Vielleicht können wir sie benutzen, um das Gebäude von innen zu erklimmen und so nachsehen, was sich da ganz oben befindet. Es muss irgendwo einen Weg nach oben zu den höheren Stockwerken geben. Kommt, Ruplay, arbeiten wir uns nach oben vor und halten die Augen nach der Energiekugel offen. Ah, okay, gut.
Und hier weiter geht's hoch, glaube ich. Ha! Wo bin ich jetzt? Da ist rot. Da ist grün. Ich würde ja immer am besten grün bevorzugen, aber... Ja doch, ich nehme mal grün. Oh, weia. Und wie viel wollen wir wetten? Hallo, hallo. Meinst du, dies ist das oberste Stockwerk? Warte mal, ich glaube, ich höre was. Willkommen, Menschen. Ihr glaubt also, ihr habt den Feigwafu, den Helden Fuifein, ja? Dafür werden wir vom Wald herauffinden. Oh shit, ich schlafe. Schnell aus dem Bereich da raus. Ich hätte sie vielleicht noch ausstatten sollen mit den entsprechenden Waffen. Zack, Feuerball. Fireball. Und er schlägt wieder auf mich ein. Lass mich doch mal in Ruhe. So. Jetzt können wir alle auf den draufschlagen. Wieso schlägt er denn immer mich? Komm, geht's zugrunde. Die Monster wurden besiegt. Was uns jetzt in den Truhen erwartet und wie wir weiter nach oben kommen, das und vieles mehr erfahrt ihr natürlich erst im nächsten Part zu Dragon Quest Builders 2. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trot rein. Tschüss.